Stefan, schau mal. Ja, du hast Mainboard bekommen, ziemlich interessant. Okay. Rampage 3 Formula von Asus. Ja, cool. Das ist ein, kann ich jetzt mal zeigen, das ist ein 1366er Board. Mhm. Ja. Ziemlich gute Kühlung, sieht ja auf den ersten Blick so aus wie das Rampage 3 Extreme, aber ist nicht so breit und nicht so teuer. Ja. Und jetzt hat mir Asus gesagt, das kommt gar nicht in Deutschland. Also das können wir auch nicht testen oder so, das können wir uns mal anschauen. Achso, das ist ja schade. Gucken, was hat denn das so? Ja, es hat drei PCIe 2.0 16-fach Lanes für bis zu drei Grafikkarten. Hier hat man schön Platz für einen Doppelslot-Kühler oder Dual-Slot-Kühler. Ah, stimmt, die sind doch richtig mit 16 Lanes angebunden, der erste und der dritte, ne? Anders als bei Sockel 1155, das sind ja nur 2x8. Ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man zwei Grafikkarten einsetzen will. Ja, das ist wie bei 1366 üblich, natürlich 6 RAM-Bänke. Die RAM kostet ja momentan nicht viel. Das ja, das sich schon. Das stimmt. Wer jetzt viel Speicher haben will, der kann da auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Und das ist doch was für dich hier, ne? Power- und Reset-Schalter auf der Platine und Spannungsmesspunkte. Ja, das ist auf jeden Fall sehr nützlich zum Übertakten. Kann man gleich alles kontrollieren und muss nicht immer hier unten rumfummeln, um irgendwie das System neu zu starten, dass es mal nicht so läuft. Was ich cool finde, die beiden roten Anschlüsse, das ist SATA 6GB. Und die sind beim X58-Chipsatz auch optimal angebunden. Also nicht so wie bei Sockel 1156, wo du ja nur 1.0er-Lanes hast. Und genauso hier hinten, schau mal, zwei USB 3.0 Anschlüsse. Das reicht ja erstmal für alles. So viele USB 3.0 Geräte gibt es ja noch nicht. Ja, das stimmt, leider. Schau mal, hast du schon gesehen hier unten? Hier, Soundkarte oder Soundchip. Ja, das sind auf jeden Fall die X-Fi-Funktionen. Also ist ja gut für Spieler, ne? Ich meine, ja, hochwertiger Klang. Und das hat das Rampage 3 Extreme eben nicht. Mhm. Was mir noch aufgefallen ist, hier gleich zwei BIOS-Bausteine. Kann man also darum experimentieren, zum Beispiel wenn es ein neues Beta-BIOS gibt, erstmal einen Speicherbaustein und dann, wenn das nicht so läuft, kann man immer noch das andere zurückwechseln. Und gesockelt sind sie auch. Ne? Ja. Kann man direkt tauschen, Hotflash machen, das finde ich gut. Das stimmt, ja. Da kann man viel Geld sparen, wenn mal was kaputt gehen sollte. Sollen wir das mal einbauen? Ja, natürlich. Ah, läuft das schon jetzt, das Rampage 3? Ja, schau mal, ich habe mich ein bisschen im BIOS umgeschaut. Okay. Und da ist eigentlich alles drin, ne? Mhm. Alle Overclocking-Optionen, die du so brauchst. Du kannst hier RAM, Teiler, alle vorhanden ist DDR3 2400. Ja, das ist ein Stück, ganz schön viel. Wenn du High-End-RAM hast, ne? Du kannst auch optimal konfigurieren hier, die ganzen Timings. Das gefällt mir doch. Oh ja, jetzt viele Spannungsoptionen auf jeden Fall. Und auch Extreme Overclocking tauglich, ne? Also das geht hier bis, ich glaube, das kannst du direkt eingeben. Wenn wagemutig ist, geht auf 1,8 Volt. Genau, oder 2,3, wenn man es halt freischaltet noch. Das stimmt, da geht ja noch weiter hier. Ja. Also wenn du mal wieder deine Kompressor-Technik auspackst. Genau, wenn ich irgendwas zerstören will, dann mach ich das. Aber es muss nicht unbedingt High-End-Overclocker sein, weil ich habe das mal ausprobiert hier, die Funktion CPU-Level-Up. CPU-Level-Up, da komme ich halt von Standard 3,3 auf 4 GHz oder 4,2. Und der macht halt alles automatisch, ne? Passt den Multiplikator hier an. Also du stellst nur das um und dann startet er und es läuft absolut. Ich habe jetzt nichts weiter gemacht, und man hat sogar die Spannung selbst eingestellt. Das ist super hilfreich. Echt kein Profi sein zum Übertakten. Schau mal, hier kann ich meine Einstellung dann einfach auch speichern, ne? Zum Beispiel OC auf 4 GHz. 8 Profile zur Wahl. Und wenn ich beispielsweise mal nicht übertakten möchte, weil ich einfach eine Office-Anwendung mache, ne? Dann lade ich einfach Standard. Ja, zum Beispiel. Und ich kann hier updaten, ohne irgendein Bootmedium zu haben, mit EasyFlash. Ja. Oder direkt aus dem BIOS heraus starten. Ja. Okay. Gucken wir uns noch die Lüftersteuerung an. Ja, hier steht immer das auf Standard. Prozessor, da kann man jede Menge Lüfter automatisch regeln. Kann man eine zweite Grafikkarte einbauen? Ja, natürlich. Ich habe jetzt zwei Grafikkarten eingebaut, ne? Ich habe extra große Triple-Slot-Grafikkarten von Asus genommen. Ja, man hat noch Platz frei. Ja, du siehst, man hat immer noch Platz, ne? Die bekommen genug Luft, also es wird nicht zu heiß, trotz SLI. Ja, für die Kühlung optimal. Wie ist das mit den Lanes? Wie sind die angebunden? Das sind jetzt 2x16, ne? Also beide Karten sind optimal versorgt. Okay, dann hat man gar keinen Leistungsverlust. Gar nicht. Ja. Also brauchst du keinen Zusatzchip oder so, der nochmal heizt. Das ist eigentlich echt schade, dass wir das Mainboard nicht in Deutschland verkaufen, ne? Ja, wieso eigentlich? Ich meine, das kostet ja 240 Euro. Das ist ja günstiger als manche andere High-End-Boards eigentlich. Auf jeden Fall. Du, ich rede nochmal mit Asus. Vielleicht können wir ja was machen. Ja, auf jeden Fall. Hallo, Asus? Ich habe da mal eine Idee.